Hallo, nach Vorlage von diesem Muster habe ich jetzt also das Make-up gemacht. Und zwar Gold und Dunkelblau. Und auf den Lippen habe ich so eine Art Magenta-Ton oder tiefes Pink, würde ich sagen. Also Hot Pink ist ja mehr so wie Barbie Pink, glaube ich. Das ist eher so ein Magenta-Ton. Auf den Wangen habe ich einen neutralen Bronzer, der keinen Schimmer hat. Und für die Augen habe ich benutzt Urban Decay Primer Potion. Dann habe ich benutzt verschiedene Pinsel. Also die waren einfach mehr für einfachere Handhabung. Und das war für unters Auge. Kann man aber auch zum Beispiel Ohrenstäbchen für nehmen. Dann habe ich benutzt als Lidschatten Urban Decay ABC Gum. Das ist so ein naturfarbener oder hautfarbener Ton unter den Augenbrauen. Dann habe ich benutzt ein goldenes Pigment von MAC. Also golden oder sandfarbene Lidschatten gehen natürlich auch. Und das war Golden Lemon. Dann habe ich benutzt einen Lidschatten von L'Oreal. Das ist eine gute Frage, wie der heißt. All Night Blue heißt der. Sieht so aus, ein bisschen verunreinigt jetzt durch das goldene Pigment. Aber genau, das ist auf den Augen drauf. Dann noch einen schwarzen Eyeliner eures Vertrauens, in meinem Fall Urban Decay. Und das war Zero. Optional noch zum Vertiefen der Augenumrandung für das obere Lid habe ich noch einen schwarzen Eyeliner benutzt, einen flüssigen schwarzen Eyeliner und natürlich Mascara am Ende. Ich benutze immer 2000 Calorie von Max Factor. Der gefällt mir am besten. So, falls ich nicht so glücklich gucke im Video, liegt es daran, dass heute mein Magen und das Essen sich nicht vertragen haben und mir ein bisschen übel ist. Okay, zur Präparierung rate ich euch, ein bisschen losen Puder zu nehmen und den unter der Augenpartie zu verteilen. Entweder wenn ihr schon das Make-up aufgetragen habt auf dem Gesicht oder ihr macht erst die Augen, dann ist eigentlich egal, ob der dunkle Lidschatten sich auf dem Rest des Gesichts verteilt oder nicht. Aber ansonsten, wenn ihr da schon das Gesicht gemacht habt, dann rate ich euch dazu, so ein bisschen eine extra Schicht losen Puder unter die Augen zu packen. Das mache ich jetzt. Damit kann man also alles, was da rausbröselt, leichter wegpusten oder mit einem Pinsel wegwischen später. Dann mache ich weiter mit dem der Lidschattenbasis. Und da habe ich sie auf dem ganzen Augenlid verteilt. Vom inneren Augenwinkel bis zum äußeren und bis hoch zur Augenbraue und auch ein bisschen unter dem Auge. Genau. Und bevor ich irgendwelche dunklen Farben anwende, nehme ich immer den, oder fast immer, den, einen Pinsel habe ich euch unterschlagen, den ich unter der Augenbraue nehme. Das ist nämlich so ein kleiner, hier. Nehme ich den hautfarbenen Ton und packe den direkt unter die Augenbraue. Damit verhindere ich, dass ich aus Versehen die dunkle Farbe zu hoch ziehe. Direkt bis unter die Augenbraue. Damit ist also schon mal der Primer belegt, die Lidschattenbasis. Und vielleicht noch als, um sicher zu gehen, vom äußeren Augenwinkel bis hoch zur Augenbraue. Dann fange ich an mit dem Gold.
beziehungsweise mit der Sandfarbe. Aber die Pinsel wollen nach unten abhauen. So, dann habe ich ja also das goldene Pigment, goldener Lidschatten oder Sandfarben, da tut es halt auch. Und dann habe ich mir hier den Deckel genommen. Da ist noch genügend Pigment drauf. Und packe das auf meinen Pinsel. Abklopfen. Vor allen Dingen bei Pigment, also auch bei Lidschatten, aber auch bei losen Lidschatten. Es ist ganz wichtig, das immer abzuklopfen. Sonst landet das alles unter eurem Auge. Und dann fange ich an, vom inneren Augenwinkel das zu verteilen auf dem beweglichen Lid. Noch ein bisschen drüber bis ungefähr zur Augenmitte oder Lidmitte. Und falls ihr es im Hintergrund rascheln hört, dann sind es die Katzen. Bei mir verteilt sich schon das Pigment auf dem Rest von meinem Gesicht. Aber es ist jetzt, es geht einfach nur zu Demonstrationszwecken. Genau, also es darf so ein bisschen über das bewegliche Lid rüber. Es ist ein Auftritts-Make-up und darf so ein bisschen dramatischer sein. Und wenn ich das nur auf dem beweglichen Augenlid verteilen würde, dann würde man nicht so viel sehen von der Farbe. Und ich bilde nach und nach Schicht für Schicht die Intensität, die ich möchte. Wichtig ist schon, oder ich empfehle sehr, eine Lidschattenbasis zu benutzen, weil ansonsten die Farbintensität eben nicht so hoch ist und das alles auch nicht so lange hält. So, dann nehme ich, also das war schon das Innere vom Augenwinkel. Ich glaube, die Kunst ist in dem Moment wirklich, den Lidschatten da zu platzieren, wo er hin soll und in der Intensität, die man möchte. Jetzt bin ich hier am blauen Lidschatten. Gehe hier dann mit dem Pinsel rein, klopfe ab, ganz wichtig, und dann fange ich an, am beweglichen Lid außen, also außen, am äußeren Augenwinkel vom beweglichen Augenlid, das Ganze aufzubauen, und ich tupfe das auf, eben auch hier, weil es so semi-lose ist. Ich hoffe, ich schaffe das einigermaßen gleichmäßig zu machen, weil jetzt meine linke Gesichtshälfte durch die Beleuchtung natürlich viel stärker angeleuchtet ist als die rechte. Und auch hier gehe ich von außen nach innen und von unten nach oben. Das heißt, ich will hier unten die stärkste Farbintensität, die nach oben hin ausfasst, und nach innen ebenso. Und lieber Schritt für Schritt und langsam gucken, wo ihr seid und wo ihr noch mehr platzieren wollt. Lieber einmal mehr gucken, als hinterher sich ärgern, dass man irgendwas übermalt hat. Und ich will auch hier wieder über das bewegliche Augenlid hinaus, bis an den Knochen hier ran. Oder noch ein bisschen drüber sogar vielleicht. Weil wenn das, so sieht es aus, wenn ich nur auf dem beweglichen Augenlid bleibe. Das sieht so ein bisschen abgeschnitten aus. Die Kunst ist, ein bisschen drüber zu gehen, aber nicht zu weit. Das trifft aber auch zu für Schlupflider, weil es bröselt sauer auf, unter meinem Auge, die Region. Manchmal mache ich auch so, puste ich so nach oben weg, und dann kriege ich auch schon so einen ganz guten Teil der, des Fallouts unter vom Gesicht.
Interessant, hier für irgendwo eine Stelle, die so ein bisschen sich weigert, die Farbe anzunehmen. Jetzt bin ich schon so ein bisschen über die Lidfalte hinausgekommen. Und jetzt ist die Herausforderung, das gleichmäßig hinzukriegen. So ungefähr. Eine Stelle macht mich so ein bisschen nervös. Okay. Dann würde ich sagen, mache ich das erstmal. Ich versuche das hier gerade ein bisschen schneller zu schminken, als ich mich mit der anderen Seite beschäftigt habe. Um einfach auch euch eure Zeit zu sparen. Genau. So, ungefähr. Dann unter dem Auge gehe ich wieder mit dem Goldenen von innen. Nehme ich einen von den schmalen Pinseln, die ich habe. Wieder eine goldene Farbe. Und dann von innen bis ungefähr die äußeren zwei Drittel. Innere zwei Drittel. Nicht äußere. Also wenn eure Lidschatten zum Bröseln neigen, wahrscheinlich eher die Augen zuerst machen und dann den Rest. Okay. Dann das äußere Drittel. Oder vielleicht so ein bisschen fast bis zur Hälfte unter dem Auge. Nehme ich dafür einfach, damit es sauberer wird, einen anderen Pinsel, der auch relativ schmal ist. Aber wie gesagt, auch Ohrenstäbchen reichen. Sollten reichen. Und gehe wieder in die blaue Farbe. Optional könnt ihr noch schwarz in die Lidfalte reinsetzen, um der ganzen Sache noch mehr Tiefe zu verleihen. Die setze ich auch eher so ein bisschen breiteren Streifen unter dem Auge. Und versuche den zu verbinden mit dem, was ich auf der über dem Auge gemacht habe. Ungefähr so. Genau. Als nächstes, wenn ich so bedenke, okay, das Puder hat sich erledigt, probiere ich mal das Fallout zu entfernen. Ja, geht ganz gut. Dann Eyeliner. Eine Katze. Trocki heißt sie. Beim Eyeliner, am besten außen anfangen und zu gucken, wie der Strich sich entwickelt auf eurem Augenlid. Und ich arbeite in kleinen Strichen, um mich dann langsam so nah wie möglich an den Wimpern entlang nach innen vor. Entschuldigung, man sieht nicht viel.
bis richtig innen an den Winkel ran. Und dann unter dem Auge auch ein Stück außen. Dann so bis ungefähr zur Mitte. Wenn ihr es dramatischer haben wollt, auch innen im Auge. Aber das, da hält es in der Regel nicht so lange, kommt immer sehr auf den Eyeliner an. Genau. Dann optional noch flüssigen Eyeliner. Und den setze ich nur oben auf dem Augenlid und fange hier auch eher außen an. Für mich geht links leichter, weil ich links feinmotorisch veranlagt bin. Flüssigen Eyeliner kann ich nur mit links auftragen. Interessanterweise. Und Eyeliner, also hier so ein Stift, das geht mit beiden Händen. Also egal welcher Eyeliner, ich fange immer eher außen an, weil ich dann da auch einen stärkeren Strich gut vertragen kann. Genau, so sieht es dann aus. Es hilft einfach mehr bei der Definition des Auges, wenn man nochmal flüssigen Eyeliner benutzt. Und ich finde es auch ganz bequem, flüssigen Eyeliner auf einen Stift aufzusetzen, also einen Pencil, weil ich habe dann irgendwie nicht so Angst, mich zu vermalen. Es ist einfach nicht 100% eine harsche Linie, aber eine sehr definierte Linie. So, zum Schluss mache ich Lidschatten. Wimperntusche. Kräftig tuschen. Wie gesagt, Auftritts-Make-up lieber ein bisschen mehr. Auf der Bühne sieht man mal eher blass aus. Und vor allen Dingen außen im Augenwinkel stark tuschen. Und unten am Auge auch. So. Mal kurz der Abgleich. Naja, also links ist ein bisschen stärker jetzt geschminkt als rechts. Also das kann man dann halt nochmal nachjustieren. Ich würde dann nochmal den Pinsel nehmen, den ich hatte, und dann hier außen noch mal ein bisschen nachlegen. Genau, achtet auf Symmetrie. Ich finde es jedenfalls wichtig. Okay, ungefähr könnt ihr hinhauen. So. Das ist also das Augen-Make-up für den Auftritt. Ich habe jetzt wirklich mit Absicht nur zwei Farben verwendet, um es möglichst einfach zu machen. Mehr Farben sind natürlich immer willkommen, das heißt noch vielleicht irgendwelche tiefbraunen Töne als Übergang für in das Dunkelblau, beziehungsweise auf das Dunkelblau nochmal einen schwarzen Ton setzen, um da nochmal mehr Tiefe zu erreichen. Aber eigentlich braucht es auch nicht mehr. Auf den Lippen, weiß ich gar nicht, wie ich erwähnt hatte, also einen magentafarbenen Ton, doch hatte ich erwähnt. Und das war von Dior Addict. Und genau, hatte ich irgendwie mal geschenkt bekommen. Hatte vorher noch ein bisschen mit einem Lip Liner drunter gearbeitet, aber der Ton selber vom Lidschatten, Lippenstift ist eher magentafarben. Okay, also das war's. So sieht es also aus am Ende. Ich hoffe, es hat euch geholfen und dann bis bald.